Wir machen weiter mit der Vortragsreihe über den Muslim in der Gemeinschaft und Gesellschaft. Wir machen weiter, inshallah, und sprechen, inshallah, über, dass der Muslim, der wahre Muslim, er erfreut sich nicht am Unglück anderer Menschen. Schadensfroh sein, das ist verboten im Islam. Muhammad Ali al-Hashim rahimahullah sagt, ein wahrer Muslim vermeidet es auch, sich am Unglück anderer Menschen zu erfreuen, um sie zu verschmähen, weil Schadenfreude eine abscheuliche und verletzende Eigenschaft ist, die der Islam verbietet. Das heißt, es gibt halt manche Leute, die amüsieren sich daran, dass es anderen Leuten schlecht geht. Ja, sobald jemand was passiert, dann freut man sich darüber, ja, und lacht darüber. Und das ist haram, das ist verboten. Der Sheikh erwähnt auch hier einen Hadith. Er sagt hier in diesem, also er erwähnt, dass dieser Hadith, dass der Prophet in diesem Hadith sagt, zeigt keine Schadenfreude beim Unglück eures Bruders. Denn Allah wird ihm gegenüber barmherzig sein und euch Unglück auferlegen. Das ist ein Hadith, den er hier erwähnt. Ja. Und dieser Hadith zeigt ganz klar, dass wenn man sich über andere lustig macht, dass es einen selber treffen kann. Möge Allah uns bewahren. Es gibt keinen Platz für Schadenfreude im Herzen eines wahren Muslims, der mit dem Geist und der Rechtleitung des Islams ausgestattet ist. Stattdessen fühlt der Muslim Mitleid mit demjenigen, der Prüfungen und Schwierigkeiten ausgesetzt ist. Und wenn jemand sieht, der eine Prüfung hat, dann hat man Mitleid als wahrer Muslim. Dann fühlt man mit ihm, man hat Empathie. Habt ihr schon mal gehört, das Wort Empathie? Was bedeutet Empathie? Ja? Dass man so fühlt wie der andere. Genau. Dass man sich hineinfühlt. Dass man genauso fühlt, wie der andere sich fühlt. Das ist sehr wichtig in unserer Zeit. Dass wir nicht nur die Probleme von außen sehen und sagen, das ist ein Problem, sondern dass wir auch uns hineinfühlen in diese Person. Wie würdest du dich fühlen, wenn dir sowas passieren würde? Wie würdest du dich fühlen, wenn so mit dir umgegangen würde? Nicht einfach nur sagen, das ist schlecht, das ist falsch, sondern stell dich mal in seine Position. Und der Muslim, der sowas macht, wird dann kein Unrecht tun. Weil er sagt, ich möchte mir selber auch kein Unrecht. Genauso das Problem mit der Unzucht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat damals schon den Sahaba Empathie beigebracht. Wisst ihr wie? Es gab einen Sahabi, der ihn gefragt hat, ob er Unzucht machen kann. Ihr wisst, was Unzucht ist. Ja? Vorehelicher Verkehr. Beischlaf vor der Ehe. Das nennt man Zina, Unzucht. Und dann hat der Prophet ihm eine Gegenfrage gestellt und ihn gefragt, möchtest du sowas für deine Mutter? Er sagte nein. Möchtest du sowas für deine Frau, für deine Tochter? Er sagte nein. Möchtest du sowas für deine Schwester? Er sagte nein. Und dann sagte er, genauso haben diese Frauen Söhne und Väter und Brüder. Das heißt, wenn du mit einer Frau Unzucht begehen möchtest, dann stell dich mal in die Position ihres Vaters. Würdest du als Vater für deine Tochter Unzucht dulden? Niemals. Diese Frau hat genauso einen Bruder. Würdest du für deine Schwester sowas dulden? Diese Frau hat genauso vielleicht einen Ehemann.
Würdest du sowas für deine Frau dulden? Diese Frau hat genauso einen Neffen. Würdest du das für deine Tante dulden? Die Antwort ist nein. Du würdest es niemals für deine Mutter dulden, niemals für deine Frau dulden, für deine Schwester, für deine Tochter, für niemanden aus deiner Familie. Also wie kannst du dann hingehen und mit dieser Frau sowas machen? Genauso diese abscheulichen, dreckigen, unverschämten, bösen Filme, die es so gibt, wo Unzucht gemacht wird, wenn ihr versteht. Ja? Pornofilme. Okay, hier wieder die Frage. Würdest du sowas, was du da gerade guckst, für deine Mutter dulden, dass sie sowas macht und andere ihr zuschauen? Nein. Würdest du es für deine Schwester dulden? Würdest du es für deine Tochter dulden? Also, bringt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns hier bei, dass wir uns in die Menschen hineinversetzen und überlegen, würde ich das wirklich auch für mich haben wollen? Wenn ja, mach weiter. Wenn nein, hör auf. Habt ihr verstanden? Und deswegen sollte man immer wieder dieses Thema vor Augen halten. Immer wenn du etwas siehst, ja, stell dir vor, du bist derjenige. Genauso wenn jemand in die Irre geht. Ein Bruder, der mit uns immer gebetet hat und praktiziert hat und so weiter, irgendwann mal driftet er ab und geht in die Irre. Dann gibt es Leute, die sagen, ach der, ich habe schon immer gewusst, dass der auf jeden Fall in die Irre geht. Der, ach, der hat so gemacht und so gemacht und so gemacht. Und dann sagt man, ja, so nach dem Motto, geschieht ihm recht. Nein, du musst dir selber die Frage stellen, was wäre, wenn du so eine Prüfung bekommen hättest? Dass dich Allah mit einer Frau prüft. Oder mit einer Arbeit prüft. Oder mit irgendeiner Sache prüft. Und du diese Prüfung nicht bestehst und dann in die Irre gehst. Das heißt, wir sollten uns immer wieder in die Menschen hineinversetzen und darüber nachdenken, uns die Frage stellen, was wäre, wenn ich an seiner Stelle wäre. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns festigen. Deswegen sagt er hier nochmal, er beeilt sich dabei, ihm zur Hilfe zu eilen. Also wenn du jemanden siehst, der ein Problem hat, eine Schwierigkeit hat, in die Irre gegangen ist, dann gehst du hin und versuchst, ihm zu helfen. Er beeilt sich dabei, ihm zur Hilfe zu eilen und er ist mit Mitgefühl gegenüber seinem Leiden erfüllt. Ja, wenn du siehst, dass ein Muslim Unrecht getan wird, dann beeilst du dich dabei, ihm zu helfen und das Mitgefühl und die Barmherzigkeit gegenüber deinem Bruder bewegt dich dazu. Das ist dein Motor. Der Motor des Muslims bei der Hilfe und bei der Unterstützung ist die Barmherzigkeit. Und die Liebe und das Mitgefühl gegenüber den anderen Muslimen. Die Schadenfreude gehört nur in diejenigen kranken Herzen, die der Rechtleitung des Islams beraubt sind und die daran gewöhnt sind, Rache zu planen und Wege zu suchen, um anderen Menschen zu schaden. Es gibt kranke Leute, wal'iyadu billah, sie lieben das, wenn es jemandem schlecht geht und sie lieben es, wenn jemand in die Irre geht und sie lieben es, wenn jemand etwas verloren hat. Das sind kranke Herzen. Ein reines Herz hat sowas nicht. Dann geht er weiter und erwähnt ein Thema. Das ist so das Hauptthema, worüber ich heute mit euch sprechen wollte. Und zwar die Großzügigkeit. Ja, Al-Karam. Der gläubige Muslim ist großzügig. Ein wahrer Muslim, der den Lehren seiner Religion ehrlich folgt, ist großzügig. Und er versucht, seinen Mitmenschen bei allen Gelegenheiten und unter allen Umständen Gutes zu tun. Also, Großzügigkeit nicht nur in Bezug auf das Geld, weil wenn wir Großzügigkeit hören, dann denken wir immer nur an Geld, dass jemand spendabel ist. Nein, dass du großzügig bist mit deiner Zeit auch, mit deiner Hilfe, mit deinem Wissen, mit deinem Intellekt, mit deinen Talenten. Das bedeutet, großzügig zu sein. Das heißt, dass du deine Talente, die du hast, dein Vermögen, das, was du hast an Wert, gibst du weiter. Das heißt großzügig sein.
Er sagt weiter, wenn er etwas gibt, dann ist er dabei großzügig. Also er gibt nicht nur ein bisschen, sondern er gibt viel. Er gibt viel. Wie derjenige, der glaubt, dass seine Gabe nicht vergeblich sein wird, da es bei dem einen, der Wissen über alle Dinge hat, aufgezeichnet sein wird. Aufgezeichnet sein wird. Bedeutet, der gläubige Muslim, der großzügig ist und viel, viel, viel gibt, warum macht er dies? Warum gibt er so viel? Weil er genau daran glaubt, dass dieses Gute, was er gibt, bei Allah aufgezeichnet ist. Und dass dieses Gute bei Allah niemals verloren gehen wird, sondern Allah behält es. Allah bewahrt es. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und was immer ihr an Gutem ausgebt, so weiß Allah darüber Bescheid. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Egal was ihr an Gutes tut, Allah weiß es. Und das reicht, dass Allah es weiß. Selbst wenn du es im Geheimen machst, Allah weiß es. Und wenn Allah es weiß und du es mit Aufrichtigkeit gemacht hast und mit Liebe zu Allah gemacht hast, dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Dein Lohn bleibt, keiner wird ihn nehmen. Dein Haus kann jeder nehmen. Also wenn du ein Haus hast, kann sein, dass es genommen wird. Geld hast du, kann sein, dass es genommen wird. Deine Frau kann sein, dass sie genommen wird. Deine Kinder kann sein, dass sie genommen werden. Dein Job kann sein, dass er genommen wird. Dein Lohn bei Allah wird niemals genommen. Von keinem bleibt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen auch die Leute, die gespendet haben und geholfen haben, in Bezug auf Ansar International, der Verein, der jetzt verboten wurde. Ja, ihr habt es mitbekommen, Ansar International, großer Verein von Muslimen, eine Hilfsorganisation, wurde verboten. Okay. Es stellen sich viele die Frage, was ist mit meinen Spenden, die ich gegeben habe, die Hilfe, die ich geleistet habe über diesen Verein, was ist damit? Die Antwort ist was? Bei Allah subhanahu wa ta'ala. Niemals wird es verloren gehen. Niemals. Er sagt weiter, wenn er sein Geld großzügig ausgibt, dann glaubt er auch, dass das, was er auch immer ausgibt, mehrfach zu ihm zurückkommt. Also das ist die zweite Motivation, um zu spenden. Umso mehr du gibst, umso mehr kommt zurück. Nicht wie viele von uns denken. Ja, viele von uns denken, wenn ich jetzt 10 Euro gebe, habe ich 10 Euro verloren. Wenn ich 20 Euro gebe, habe ich 20 Euro verloren. Umso mehr ich gebe, umso mehr verliere ich. Nein. Umso mehr du gibst, umso mehr bekommst du zurück von Allah subhanahu wa ta'ala. Weil Allah gibt dir immer zurück. Ma naqasa malu abdi min sadaqa, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Das Vermögen von einem Diener wird nicht durch die Spende gering. Okay, eine Frage. Wenn ich jetzt von 100 Euro 50 Euro spende, ist mein Vermögen weniger geworden oder nicht? Was denkt ihr? Okay. Habt ihr verstanden? Also logisch, rational gesehen, hast du 50 Euro weg. Aber der Prophet Mohammed Sassum sagt, dass die Spende nimmt nicht vom Vermögen ab. Er sagt, ma naqasa malu abdin min sadaqa. Wisst ihr, was das Wort al-mal bedeutet? Mal. Al-mal. Al-mal wal-banuna zinatul hayati dunya. Ja? والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. المال, was bedeutet المال? المال ist arabisch und bedeutet Vermögen. Es bedeutet nicht unbedingt nur Geld, sondern es bedeutet was? Vermögen. Das heißt, Geld ist ein Teil vom Vermögen, aber es ist nicht das Vermögen. Vermögen ist noch viel mehr. Ein Haus ist Vermögen, Land ist Vermögen, Tiere sind Vermögen, Kinder sind Vermögen, ein Job ist Vermögen. Habt ihr verstanden? Al-Mal. Das heißt, du hast 150 Euro gegeben, dieses Geld ist weniger geworden, aber dein Vermögen, ist es weniger oder mehr geworden? Es wird mehr.
Das heißt, wie der Bruder Jazallah Khairan richtig gesagt hat, du gibst hier 50 Euro, bekommst aber dort 200 Euro. Oder bekommst dort ein Haus. Oder bekommst dort ein Land. Oder bekommst dort ein Tier. Eine Kuh, ein Schaf, ja, ein Stier, wenn du ein Landwirt bist. Ja? Habt ihr verstanden? Ma naqasa malu abdi min sadaqa. Wenn du Sadaqa gibst, also spendig, und außerdem, kann man nur Geld spenden? Man kann auch vieles spenden, oder? Man kann Dattel spenden, man kann Vieh spenden, man kann Land spenden, man kann Kleidung spenden. Also müssen wir uns ein wenig von diesem Euro-Dollar-Denken entfernen. Wir müssen uns ein bisschen zurücklehnen und objektiver darüber sprechen und etwas neutraler darüber reden. Das heißt, es geht sich nicht nur um Dollar und Euro, sondern es geht sich um das Vermögen, Al-Mal. Also egal, was du vom Vermögen gibst, Allah gibt es dir zurück. Gibst du Kleidung, gibt er dir Geld zurück. Gibst du Geld, gibt er dir Kleidung zurück. Gibst du Vieh, gibt er dir Land zurück. Und so weiter und so fort. Das heißt, es ist eine Motivation für uns zu spenden, damit wir mehr bekommen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, das ist die nächste Motivation, Allah vervielfacht die Belohnung. Du hast 1 Euro als Spende gegeben und Allah gibt dir dafür 2000 Hasanat. Du hast 300 Euro gespendet und Allah gibt dir dafür 50.000 Hasanat. Das heißt, Allah verdoppelt den Lohn dafür. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Das Gleichnis derjenigen, die ihren Besitz auf Allahs Weg ausgeben. Wichtig ist hier natürlich, dass es für Allah gemacht wird. ينفقون أموالهم في سبيل الله, auf dem Wege Allahs. Das heißt, für Allah. Und für den Nutzen der Muslime und nicht einfach so. Und deswegen sollte man auf jeden Fall darauf Acht geben, wo man sein Geld spendet und wem man sein Geld gibt. Weil nicht jede Hilfsorganisation ist vertrauenswürdig. Ja, das ist dein Geld, das ist dein Lohn. Natürlich, auch wenn du eine Hilfsorganisation das Geld übergibst und die irgendeinen Blödsinn damit machen, hast du damit nichts zu tun. Dein Lohn ist bei Allah. Aber damit dein Lohn auch fortlaufend ist, weil ihr wisst ja, es gibt ja die Sadaqatu Al-Jariya, habt ihr schon mal gehört? Wie nennt man sie auf Deutsch? Die fortlaufende Spende. Was heißt fortlaufende Spende? Ja? Eine Spende, die beispielsweise, wenn man für die Moschee spendet, dass die Moschee weiter offen bleibt. Ja, also solange, ja. Eine Spende ist eine Spende, die nicht endet. Also zum Beispiel im Brunnen, wo immer Wasser rauskommt, ich spende 10 Korane, die werden gelesen, jeder Buchstabe, der gelesen wird, ist eine Spende, auch wenn ich tot bin. Auch nach meinem Tod ist die fortlaufend. Also ich bin im Grab, ja, und habe trotzdem davon etwas. Habt ihr gehört? Das heißt fortlaufende Spende. Eine Moschee zum Beispiel. Du hast eine Moschee bauen lassen. So, jeder, der dort Wudu macht, jeder, der dort betet, jeder, der dort Koran liest, jeder, der dort spendet, jeder, der dort predigt, alles, was an Guten dort passiert, kommt auf deine Waagschale. Wie lange? Solange diese Moschee steht. Wenn die Moschee kaputt gemacht wird, dann nicht mehr. Aber solange diese Moschee steht, für 100 Jahre, 2000 Jahre, 10.000 Jahre, du bekommst den Lohn dafür. Aber bei 10.000 Jahren lebt man da noch? Man ist tot. Okay, und dann? Kommt man dann weiter Spende als Belohnung? Bekommt man weiter die Belohnung dafür? Die bekommst du weiterhin, auch wenn du im Grab bist. Deswegen wichtig, dass du darauf Acht gibst, wem du deine Spende gibst. Fisabilillah. Kamathali habba.
Sein Gleichnis ist das Gleichnis eines Saatkorns. Anbetet sab'a sanabil. Das sieben Ähren wachsen lässt. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Und in jeder Ähre 100 Körner. Sieben Ähren, jeweils 100 Körner. Wie viel ist das? 700. 700. Allah sagt aber dann, Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah vervielfacht, wem er will. Das heißt, aus 700 kann er 700.000 machen. Oder 700 Millionen, Milliarden, Billionen oder unbegrenzt. Warum? Denn Allah ist wasi'un alim. Allah subhanahu wa ta'ala ist allumfassend und allwissend. Wasi'un alim. Also er ist allumfassend. Wasi'. Das heißt, er ist weit, subhanahu wa ta'ala, im Vergeben und im Geben. Und er ist weit im Belohnen. Subhanahu wa ta'ala. Alim. Und er ist wissend über das, was in den Herzen ist. Das heißt, er belohnt nur denjenigen, der auch das für Allah macht. Wenn jemand das nicht für Allah macht, dann bekommt er dafür keinen Lohn. Im Gegenteil, er bekommt dafür Strafe, weil er Augendienerei betreibt. Und dann erwähnt er auch mehrere Verse. Beispiel hier, und was immer ihr auch ausgebt, so wird er es euch ersetzen. Also egal, was du gibst, Allah ersetzt es dir. Du gibst 300 Euro, Allah gibt dir die 300 Euro zurück. Du gibst 1000 Euro, Allah gibt dir die 1000 Euro zurück. Das heißt, du spendest und Allah gibt dir zurück. Und wie gesagt, nicht nur das Geld, sondern auch Gegenstände, das Auto zum Beispiel. Viele von uns beschweren sich über das Auto. Ja, wieder zur Werkstatt, wieder hier, wieder da, da was kaputt, da was. Spende dein Auto. Also gib dein Auto nicht ab, nein. Aber benutze dein Auto für Allah, indem du Brüder fährst, indem du Prediger fährst, indem du zu Seminaren fährst, indem du dieses Auto einfach für Allah benutzt. Deswegen, Sheikh Al-Albani, rahimahullah, damals, er hatte auch ein Auto gehabt und er war bekannt dafür, wie ein Schüler von ihm gesagt hat, dass er Leute immer mitgenommen hat, wenn er gefahren ist. Und da hat ihn ein Schüler mal gefragt, er fragt ihn, Sheikh, du nimmst immer Leute mit. Warum? Er sagt, das ist die Zakah für das Auto. Ja, das ist die Zakah für das Auto. Ihr wisst ja, Zakah muss man immer geben, ja, für Vermögen. Er sagt, das ist die Zakah für das Auto. Ja, Subhanallah, schau mal, wie er denkt. Ein Gelehrter des Islam. Sein Wissen, dieses Licht, was Allah ihm gegeben hat. Ja, zu welchem Entschluss er gekommen ist. Dass man sogar das Auto für Allah spendet, um dann ja, Segen zu bekommen von Allah. Es gibt Brüder, die haben gebrauchte Autos. Aber das Auto läuft immer noch. Warum? Weil er fährt damit hier und da und hilft und transportiert und das und das und fährt zu dem Vortrag, zu dem Seminar und da Wissen aneignen und da lernen und da predigen und da, da, da. Und sein Auto läuft noch. Der andere kauft sein Auto, niegelnagelneu, oder aus erster Hand oder aus zweiter Hand. Und was passiert? Ja, Bordcomputer macht Probleme, da eine Reparatur und da eine Reparatur und da nochmal was machen und da und da und da und da und da. Und gibt vielleicht für die Reparatur 6.000, 7.000 Euro. Und das Auto macht ihm nur Kopfschmerzen und dann verkauft er es und geht ins Minus. Oder der andere holt sich ein niegelnagelneues Auto, fährt und fährt und auf einmal ein Unfall. Er macht einen Unfall mit dem Wagen, Wagen total Schrott. Subhanallah. Deswegen, Allah gibt dir. Du musst nur geben. Gib und Allah gibt dir. Tu etwas für Allah und Allah tut für dich. Aber du musst dich bewegen. Du kannst nicht zu Hause sitzen und davon ausgehen, dass Allah etwas für dich macht. Du musst dich selber auch bewegen, damit Allah für dich macht. Und wenn Allah für dich etwas macht,
dann bist du der glücklichste Mensch auf dieser Welt. Dann sagt, dann erwähnt er noch einen anderen Vers, auch in Surat al-Baqarah, was immer ihr an Guten ausgibt, das ist für euch selbst. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَهُوَ لِأَنفُسِكُمْ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ شَيْءٍ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِأَنفُسِكُمْ. Und egal, was ihr an Guten ausgibt, das ist für euch selbst. Das macht ihr für euch selber, für euer Glück, für euer Paradies, für eure Belohnung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann sagt er weiter, und ihr gebt nur im Trachten nach Allahs Angesicht aus. Das heißt, wenn ihr spendet, dann dürft ihr das nur für Allah machen, für sein Gesicht, um sein Gesicht am nächsten Tag zu sehen im Paradies. Und dann sagt er weiter, und was immer ihr an Guten ausgebt, wird euch in vollem Maß zukommen und es wird euch kein Unrecht zugefügt. Das heißt, ihr bekommt es zurück, ohne dass euch vom Lohn etwas weggenommen wird. Ein wahrer Muslim gibt sein Geld mit der festen Überzeugung aus, dass Allah ihn dafür mit Segnungen und einer großen Belohnung entschädigen wird, für was auch immer in dieser Welt er etwas von seinem Vermögen ausgibt. Falls ihn der Geiz übermannt und er das Spenden zurückhält, dann wird sein Herr sein Vermögen verringern und ihm Verluste bescheren. Also derjenige, der geizig wird, Allah verringert sein Vermögen. Und deswegen diese reichen Leute da draußen, die sehr viel Geld haben, was sind sie? Sind sie spendabel oder sind sie geizig? Geizig. Subhanallah. Logisch eigentlich total Unsinn. Der arme Schlucker, der gerade mal vom Hartz IV lebt, spendet und spendet und spendet, und der reiche, protzige, mächtige gibt nicht mal 1 Cent. Aber wer ist reicher von den beiden? Der Arme. Reich wo? Auf seinem Konto? Nein. Sondern hier. Al-Rina, Rina al-Qalb, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Reichtum ist nicht auf der Hand. Nein. Reichtum ist hier. Wallahi, wenn Allah subhanahu wa ta'ala diesen Reichtum in dein Herz hineinlegt, dann kannst du in einer Einzimmerwohnung leben, jeden zweiten Tag Nudeln essen, am besten nur mit Spaghetti, mit Ketchup, ja, und vielleicht ab und zu mal ein bisschen Thunfisch dazu und ein Handy, nicht mal ein Smartphone, ein ja, Android oder iPhone oder Apple oder Nokia 8110, ja, wo die Leute dich nur anrufen können und SMS, und nicht mal einen Fernseher hast du zu Hause. Und du bist glücklich und zufrieden. Wann funktioniert das? Wenn es hier Klick macht. Nur hier. Du kannst aber auch Häuser haben, ja, Länder haben, Flugzeuge haben, Yachten, Schiffe haben, aber du bist nicht reich. Warum? Weil Allah es dir nicht gegeben hat hier drinnen. Und deswegen diese reichen, prächtigen, mächtigen, sie haben Depressionen, Streit, haben Angst um ihr Leben, Angst um ihr Vermögen, Angst um ihre Häuser. Sie haben Angst, dass das Geld weniger wird. Sie haben aber gleichzeitig Angst, dass das Geld nicht mehr wird. Und sie haben Angst, dass das Geld futsch geht. 3 Arten von Angst haben sie. Ja, 3 Arten von Angst stören sie und quälen sie jeden Tag. Jeden Tag fragt sie diese reichen Leute. Wenn ihr einen Reichen habt, fragt ihn. Hast du Angst, dein Geld zu verlieren? Oder hast du Angst, dass dein Geld nicht mehr wird? Er wird sagen, ja, habe ich. Hast du Angst, dass dein Geld weniger wird? Er sagt, ja, habe ich. Hast du Angst, dass dein Geld irgendwann mal weg ist? Ja, habe ich. Weil er nicht reich hier drin ist. Und er will immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und was machen sie dann? Sie stehlen. Die Reichen, ja, dieser reiche Mann, genau, dieser reiche Mann da, genau. Man sagt, er hat doch Geld ohne Ende, warum soll er stehlen? Ja, er stiehlt. Er betrügt noch dabei.
Er macht irgendwelche krummen Geschäfte, Drogengeschäfte, Mafia, hier und da, Zuhälterei, Menschenhandel und alles Mögliche. Warum? Weil er immer mehr will und immer mehr will und immer mehr will. Er setzt sich in das neue Auto hinein, fährt ein bisschen rum und dann auf einmal normal geworden. Warum? Weil der Mensch sehr schnell satt wird. Habt ihr das nicht mal erlebt? Das ganze Tisch voll und Leckereien ohne Ende. Ja, da was, da was, da was. Und du denkst so, MashaAllah, sieht so schön aus. Du isst und isst und isst und ha, 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 hi, hi. Und auf einmal bist du satt. Was machst du? Willst du das irgendwo reinstecken, das Essen? Geht nicht mehr. Genauso bei den materiellen Dingen, die man so hat. Auto, Haus, Land. Du hast es und dann nach einer Zeit wird es normal. Stimmt's oder nicht? Ja? Amin, damals. Ha? Das Auto, was du unbedingt haben wolltest, du hast es, bist ein bisschen glücklich und dann auf einmal ist es normal geworden. Warum? Weil der Mensch sehr schnell satt wird. Nicht satt nur vom Bauch her, nein, satt von seinen Augen, von seinen Ohren, von Musik. Musik ist Haram, wissen wir, ja? Die heutige Musik, die wir so als Musik definieren, ist Haram. Aber kennt ihr das? Ein neuer Song und du bist total baff. Boah, der Beat, der Bass, die Töne, die Stimme. Boah, wie konnten die das nur so zusammenbekommen? Der Feature, Mammut, Feature, keine Ahnung, hier und da. Und dann irgendwann mal wird das Lied normal. Normal, Khalas. Warum? Weil deine Ohren, dein Gehirn satt geworden sind. Und das ist das. Egal wie viel du Geld hast und Vermögen hast, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der Sohn Adams, wenn du ihm eine Höhle voller Gold gibst, was passiert dann? Er will eine zweite. Und wenn du ihm zwei gibst, will er eine dritte. Und wenn du ihm vier gibst, will er eine vierte. Und wenn du ihm fünf gibst, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und dann sagt er sallallahu alaihi wasallam, das Einzige, was den Magen des Sohn Adams füllt, ist was? Ist Erde. Das ist was, wann wird er satt von dieser Dunya? Erst, wenn er stirbt. Wisst ihr, wie die Dunya ist? Die Dunya ist wie Meersalzwasser. Wie das Wasser aus dem Meer. Umso mehr du trinkst, umso durstiger wirst du. Habt ihr verstanden? So ist die Dunya. Die Dunya ist wie das Wasser aus dem Meer, salzig. Umso mehr du trinkst, umso durstiger wirst du und umso mehr willst du trinken. Deswegen gebe dich zufrieden mit dem, was du hast. Das ist die Lösung. Gebe dich zufrieden mit dem, was du hast. Denn dort, wie Allah gesagt hat, وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Das Jenseits ist besser und dauert länger. Schaut mal, wir Muslime dürfen bestimmte Sachen nicht. Es gibt bestimmte Sachen, die auch Spaß machen, die dürfen wir nicht. Wir dürfen keine Partys feiern, wo Alkohol getrunken wird und Drogen genommen werden, Frauen und Männer zusammen tanzen und Musik gespielt. Dürfen wir nicht. Stimmt's oder nicht? Dürfen wir nicht. Dürfen keinen Alkohol trinken, obwohl Alkohol zum Teil Spaß macht. Drogen, genauso. Eine Party, wie ich gesagt habe, darf man nicht. Frauen haben ohne Ende, darf man nicht. So ein Haram. Es gibt viele Sachen, die Spaß machen, die darf man nicht, weil der Schaden natürlich größer ist und weil Allah es verboten hat und so weiter. Ja, klar. Aber warum unterlassen wir es? Weil wir Angst vor Allah haben, richtig? Wir haben Angst vor Allah, dass er uns bestraft. Was ist aber die zweite Sache, die dazugehört? Es gehört noch dazu. Warum unterlassen wir diese Sachen, die eigentlich Spaß machen, die eigentlich cool sind und so weiter? Warum? Zu der Angst gehört was noch dazu? Was erwähnen wir immer? Angst und? Angst und? Angst und? Hoffnung. Ha. Hoffnung. Hoffnung auf was? Vergebung, ja? Dass wir es in Jannat wieder zurückbekommen. Wir unterlassen die Sünden nicht nur,
Weil wir Angst vor Allah haben. Mit Sicherheit. Aber wir unterlassen die Sünden auch aus Hoffnung, dass Allah uns Besseres gibt im Jenseits. Das heißt, du unterlässt das Feiern einer Party aus Angst vor Allah, aber auch aus Hoffnung heraus, dass Allah dich eine Party feiern lässt, die nicht von 12 bis 6 geht, sondern die unendlich geht. 10.000 Jahre vielleicht. Eine Party. Stell dir mal vor, eine Party, 10.000 Jahre. Bist du am Feiern. Nicht von 12 bis 6, wie gesagt. Wo um 6 Uhr die Lichter angehen und die Türsteher reinkommen und sagen, raus hier. Und der DJ die Musik ausmacht. Und die Lichter angehen und du alles. Und dann siehst du auf einmal, wie die Frauen in Wirklichkeit aussehen. Ja? Siehst du auf einmal voll verschwitzt. Ja, stinkt nach Alkohol, stinkt nach Zigaretten und ja, und betrunken noch dazu und du bekommst einen Schock. Nein. Dort eine Party, 10.000 Jahre. Und deine Gäste sind wer? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, ja? Jibril, Mikail und vielleicht sogar wer? Allah subhanahu wa ta'ala. Der Ehrengast überhaupt auf deiner Feier, auf deiner Party im Paradies. Also, du hast die Wahl. Tauschst du oder nicht? Daniel? Ja, tauschst du? Halas, das war's. Der Deal ist gemacht. Genau das ist das. Dass wir immer wieder die Dinge mit dort vergleichen. Das, was hier ist, ist nicht zu dem, was dort ist. Das, was hier ist, ist vergänglich zu dem, was dort ist. Das, was hier ist, ist niemals zu vergleichen mit dem, was dort ist. Deswegen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte hier nochmal zum Thema zurück, jeden Morgen, an dem der Diener Allahs aufsteht, steigen zwei Engel herab. Einer von ihnen sagt, O Allah, gewähre demjenigen, der Geld spendet, Wiedergutmachung. Also, wenn jemand spendet, Geld spendet, der Engel macht Dua für dich, dass Allah dir das Gleiche zurückgibt und noch viel mehr. Und der andere sagt, O Allah, lass den Geizhals, Verlust erleiden, bei Bukhari Muslim überliefert. Das heißt, derjenige, der geizig ist, die Engel machen Dua gegen ihn. Wann? Jeden Morgen. Jeden Morgen macht dieser Engel Dua gegen dich, wenn du geizig bist. Deswegen sei nicht geizig. Sei nicht geizig. Gib von deinem Geld. Gib von deinem Vermögen. Gib von deiner Zeit. Opfere, damit du dort mehr hast. Weil umso weniger du hier hast, umso weniger da. Umso mehr du hier hast, umso mehr da. An guten Taten und an Opfer und an Spende und. In einem Hadith Qudsi sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass Allah gesagt hat, gib aus, o Sohn Adams, und ich werde für dich ausgeben. Gib aus, und Allah gibt für dich aus. Spende, und Allah spendet für dich. Hilf, und Allah bringt jemanden, der dir hilft. Gib, und Allah gibt dir. Hilf, und Allah hilft dir. Stehe den Leuten bei, und Allah steht dir bei. Wisst ihr, der Shaitan und die Nefs und viele unserer Familienangehörigen, was sagen sie uns? Das ist zu viel, was du machst. Stimmt's oder nicht? Das ist zu viel, was du machst. Mach mal ein bisschen weniger. Schalt einen Gang zurück. Ich rede über das Gute. Ja? Ich rede darüber, wenn du Gutes tust, wenn du Gas gibst und dich einsetzt in die Moschee und so weiter, dann heißt es, boah, du machst zu viel. Ja? Hast du keine Zeit mal für deine Frau? Hast du mal keine Zeit für deine Familie? Ja, hast du mal keine Zeit zum Einkaufen? Hast du mal keine Zeit dafür? Kein Problem, okay. Teil deine Zeit richtig ein. Aber Achi, um wirklich zu denen zu gehören, die am jüngsten Tag neben Muhammad sallallahu alaihi wasallam ins Paradies hineingehen können, musst du Gas geben. Musst du opfern. Ist so. Da kann die Frau ein bisschen meckern. Ja? Dann können die
Kinder ein bisschen meckern, die Familie ein bisschen meckern, die Freunde ein bisschen meckern. Wo bist du? Tja, macht mit, kommt. Macht mit, dann seid ihr mit mir. Wenn ihr aber nicht mitmachen wollt, wenn ihr faul zu Hause sitzen wollt, nichts für diese Umma machen wollt, ja, jetzt mal ganz ehrlich mit der Familie, okay, natürlich, du sollst der Familie ihr Recht geben, mit ihnen zusammen sein, Zeit verbringen und so weiter. Aber was macht man großartig? Man sitzt rum. Im besten Falle ist es so, dass man über Dunja redet. Besten Fall. Ja, sonst gibt es Familien, wo du hinkommst und dann wird Musik gespielt, du kannst nichts sagen. Frauen und Männer gemischt, du kannst nichts sagen. Ja, sag mal was, dann sagen die ja, geh raus, wenn es dir nicht gefällt. Ja? Dann raucht der eine betet nicht und der andere auch nicht und so weiter. Und du sitzt da wie so ein Fremder. Wie so ein Komischer sitzt du da. Und dafür willst du die Dauer opfern? Dafür sagst du mir, ich habe keine Zeit für sowas? Damit du jedes Wochenende bei solchen Leuten sitzt? Ich sag dir nicht, brech den Kontakt ab. Nicht falsch verstehen. Halte den Kontakt bei. Aber halte auch die Balance. Und es ist so, ein erfolgreicher Mensch bringt Opfer. Diese reichen, erfolgreichen Sportler und Schauspieler und Politiker und was auch immer, sie haben geopfert dafür, dass sie diese Stellung bekommen haben. Sie haben dafür gegeben, Zeit, Geld, Schweiß, Kraft, alles haben sie gegeben. Und das ist nur Dunja. Er wird ein Star. Koch, ein Star, Schauspieler, ein Fußballer, ein Basketballer. Und dann am Ende, ja, ich habe jetzt erreicht, was ich erreichen wollte. Danach gibt es nicht mehr. Danach geht es nur noch runter. Danach wird er alt und schwach und gebrechlich. Und dann heißt es, er war mal ein Basketballspieler, war mal ein Fußballspieler. Aber das, was in der Akhira ist, im Jenseits, das bleibt und wird mehr. Deswegen dafür musst du dir Gedanken machen. Darüber musst du dir Gedanken machen. Dafür musst du deine Zeit opfern und dein Geld geben und deine Kraft geben. Wie gesagt, derjenige, der geizig ist, Allah gibt ihm Verlust. Er verliert. Er verliert an Zeit, an Kraft, an Vermögen für nichts, für gar nichts. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiden. Deswegen gib aus, Allah gibt für dich aus. Der Muslim, der auf seinen Herrn vertraut, lässt keinen Zweifel daran, dass das, was auch immer er um Allahs Willen gibt, sein Vermögen überhaupt nicht verringern wird. Denn die Wohltätigkeit vermehrt das Vermögen und vermindert sie nicht. So wie der Prophet Sassim gesagt hat, die Spende, ma naqasa malu abdi min sadaqa, bei Muslim überliefert. Wie ich eben gesagt habe. Wenn man gibt, ja, dann wird das Vermögen noch mehr. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns segnen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte auch ein sehr interessanter Hadith. Er sagt, es gibt keinen Neid, außer in zwei Fällen. Neid ist verboten, Hasad. Richtig? Was bedeutet Neid? Dass man neidisch ist auf eine Person, weil sie zum Beispiel mehr bekommen hat als du. Zum Beispiel, der Vater gibt dem Sohn mehr Geld als dem Bruder vom Sohn. Okay. Hm. Das ist nicht nur Neid, das ist Unrecht, was der Vater macht. Wenn er den einen Sohn mehr gibt als den anderen, ist das Unrecht. Das ist Zulm. Aber definier das mal anders. Wer kann das anders definieren? Ja. Vielleicht, wenn man nicht zufrieden ist oder wenn man sich wünscht, dass die andere Person. Die andere Person hat mehr als man selbst und man wünscht sich, dass diese Person diesen Besitz nicht mehr hat. Oder? Aha, habt ihr gehört? Genau. Der Bruder hat ein neues Auto, du hast kein Auto und dann möchtest du nicht, dass dieses Auto bei ihm bleibt. Das ist eine Art der, das ist eine Art von Neid. Eine andere Art von Neid ist, dass du möchtest, dass dieses Auto dir gehört. Ja? Und die schlimmste Art von Neid ist der Neid von Shaitan, dass du nicht damit zufrieden bist, dass Allah ihm das gegeben hat. Möge er uns bewahren. Er sagt,
Neid ist verboten, außer in zwei Fällen. Ein Mann, dem Allah Vermögen gegeben hat und ihn dazu veranlasste, es im Dienst der Wahrheit auszugeben. Und ein Mann, dem Allah Weisheit gegeben hat, also Wissen, hat ihm Wissen gegeben, Hikmah, Wissen über Koran und Sunnah, der sich entsprechend verhält und sie anderen lehrt, bei Bukhari Muslim überliefert. Also, es gibt keinen Neid, Neid ist verboten, außer bei zwei Männern, zwei Leuten. Der eine, der von Allah Vermögen bekommen hat und er gibt es für Allah aus. Welcher Neid ist hier gemeint? Wir haben ja gesagt, drei Formen. Dass du das, was er tut, genauso haben möchtest. Dass du nicht möchtest, dass es von ihm weggeht, sondern dass du es genauso haben möchtest. Er hat ein Auto, ich möchte auch ein Auto. Ja? Das heißt, er gibt aus, ich möchte auch ausgeben. Das ist der Neid, der erlaubt ist. Das heißt, er gibt sein Geld für Allah aus, du möchtest aber auch Geld haben und es für Allah ausgeben. Der andere war wer? Ein Mann, der Weisheit bekommen hat, Wissen bekommen hat. Ein Prediger, ein Scheich, ein Gelehrter, ein Mufti, ja? Ein Faqih. Und dieser Gelehrte, dieser Schüler des Wissens, dieser Prediger predigt und gibt Unterricht und bringt das bei und verhält sich auch nach diesem Wissen. Also sein Aussehen, seine Kleidung, sein Benehmen, sein Geben, sein Nehmen, ja, all das ist entsprechend diesem Wissen. Und nicht jemand, der einfach nur Wissen hat, wie so ein Buch, ja, einfach nur Informationen gesammelt und sein Verhalten ist Schrott und sein Charakter ist schlecht und so weiter. Nein, er sagt, sallallahu alaihi wasallam, dem Allah Weisheit gegeben hat, der sich dementsprechend verhält, der sich nach dem Wissen verhält, dieses Wissen bewahrt, weitergibt, lehrt und es anderen lehrt, das heißt, der Da'wah macht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam beschrieb das Spenden von Vermögen zur Unterstützung der Wahrheit und den Besitz von Weisheit als gleichwertig. Habt ihr verstanden? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam will uns damit beibringen, dass derjenige, der sein Geld spendet für die Wahrheit, für den Islam, für Allah, genauso ist wie derjenige, der Wissen hat und das verbreitet. Weil derjenige, der Wissen hat und dieses Wissen verbreitet, was macht er eigentlich? Er spendet. Ist auch eine Spende. Ja? Das ist auch eine Spende. Er sagte, dass es keinen Neid im positiven Sinne des Wortes geben sollte, außer in zwei Fällen. Die Ausgaben zur Unterstützung der Wahrheit sind von höchster Bedeutung und von großem Vorteil für das soziale Leben der Muslime, da die Vermögen die Nervenzentren des Lebens sind. Also wenn man Geld gibt, Geld ist sozusagen, womit die Welt funktioniert. Ja? Geld regiert die Welt, wie manch anderer sagen würde. Das heißt, du gibst von deinem Geld, und dadurch verbessert sich das soziale Leben der Muslime. Ihr wisst ja auch, im muslimischen Staat ist es so, dass es eine Staatskasse gibt, Baytul Mal auf Arabisch. Und aus dieser Staatskasse können die Armen und Bedürftigen immer wieder Geld nehmen. Jemand möchte heiraten, hat kein Geld, er nimmt aus der Staatskasse. Jemand möchte ein Haus bauen, hat kein Geld, er nimmt aus der Staatskasse. Jemand ist arm und möchte Handel betreiben, er nimmt aus der Staatskasse. Jemand hat Schulden, kann diese Schulden nicht selber begleichen, nimmt aus der Staatskasse. Das ist die Staatskasse. Baytul Mal ist dafür da, um das soziale Leben der Muslime zu verbessern. Dann sagt er weiter, die Spenden, die von einem Vermögen um der Wahrheit willen getätigt werden, sind eine großartige Handlung, eine große Tat bei Allah subhanahu wa ta'ala. Sie spielen aber keine weniger wichtige Rolle dabei, den Menschen Wohltaten zu bringen, als wie das Genie derer, die mit Weisheit ausgestattet sind. Warum? Weil das eine, also Vermögen, damit verbesserst du den Lebensstandard der Menschen. Also ihr Leben im Sinne von Essen und Trinken und Schlafen und auf dieser Erde leben. Mit dem Wissen aber verbesserst du den Lebensstandard der Menschen in Form des Spirituellen.
Und das Spirituelle ist wichtig, wichtiger als das Körperliche. Weil eine Seele kann ohne Körper funktionieren, aber ein Körper ohne Seele niemals. Das ist genau wie der Fisch. Der Fisch braucht Wasser, um zu leben. Ohne Wasser kann er nicht leben. Das Wasser, kann es ohne Fisch leben? Kann es. Genauso der Mensch. Er kann ohne Islam nicht leben. Ohne Wissen kann er nicht leben. Das Wissen und der Islam lebt aber ohne den Menschen. Deswegen, du brauchst den Islam, der Islam dich nicht. Und mit diesem Wissen lebt deine Seele. Mit diesem Wissen lebst du wirklich als Mensch. Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam beide in einer Stufe erwähnt, um zu zeigen, dass das eine nicht ohne dem anderen funktioniert. Ja, das Spirituelle gehört zu dem Materiellen. Und das Materielle ohne das Spirituelle funktioniert auch nicht. Deswegen muss man beides miteinander kombinieren. Ad-Dunya wal Akhirah. Deswegen, Allah sagt im Koran, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. O Allah, unser Herr, gib uns in der Dunya Gutes und im Jenseits Gutes und bewahre uns vor der Strafe des Feuers. Darum geht es sich, dass du Dunya mit Akhira kombinierst. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala zu den Großzügigen machen, uns Erfolg geben beim Spenden und uns Erfolg geben bei den guten Taten. Hada wallahu a'lam. Walhamdulillah rabbil alamin. Ya dhakiran al-ashab, kum mutaddiban.